Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt's heute wieder so einen kleinen Mount-Guide. Und es geht heute gleich um 4 Mounts, die wir aus einer derselben Quelle bekommen können. Und das will ich euch mal zeigen. Dazu bin ich in der Paktzentrale der Necrolords hier beim Missionstisch, denn diese 4 Mounts können wir alle über den Missionstisch erspielen. Und das sind einmal Zirpen der Animilbe, dann Kriegsflicken Düsterhund, dann Finsterbau Hartpanzer und stark Wind-Dunkelmähne. Ich glaube, ich habe es jetzt alle halbwegs richtig ausgesprochen. Langsam wird es echt absurd mit Blizzards Mountain-Namen. Die werden immer länger. Und ja, wo kriegen wir die her? Wir haben hier beim Missionstisch die Chance, Missionen zu bekommen, wo wir diese Mounts als Belohnung bekommen. Und zwar ist das System so, dass es hier Abenteuer-Kampagnen-Fortschritt gibt. Ich habe hier einen Addon drauf, das nennt sich Venture-Plan. Ich habe da auch schon mal ein Video zu gemacht, zu meinen ganzen Addons, die ich beim Missionstisch benutze. Aber das Schöne bei Venture-Plan ist, das zeigt uns an, welchen Fortschritt wir haben. Ich habe jetzt hier Fortschritt 20, soweit ich weiß, ist das der maximale Fortschritt. Man beginnt halt bei 1 und bastelt das immer weiter hoch. Und die letzten 4 Belohnungen sind die Mounts. Heißt, ihr kriegt das erste Mount bei 17, das zweite Mount bei 18, das dritte Mount bei 19 und das vierte Mount bei 20. Dementsprechend müsst ihr das einmal komplett hochbasteln. Wie diese Missionen aussehen, kann ich euch mal zeigen. Mit dem bin ich jetzt hier komplett fertig, also auf Max. Dann switchen wir einmal auf meinen Twink rüber. Und zwar ist der noch nicht so hoch. Der ist jetzt gerade mal auf Stufe 8 von dem Abenteuerfortschritt. Und diese Missionen sehen immer so aus. Da habt ihr hier quasi das Token mit Abenteuerfortschritt. Und ich bekomme jetzt hier zum Beispiel ein Pet, also auf Stufe 8 gibt es anscheinend ein Pet. Es gibt, glaube ich, auch 4-5 Pets oder so, die man über die Geschichte bekommt. Und beim Addon sehe ich halt jetzt auch noch, dass ich EP kriegen würde. So, heißt, ihr müsst einfach diese Missionen ein wenig hochballern. Dann habt ihr am Ende Safety Mounts. Mit den Missionen ist es auch so, selbst wenn ihr die verkackt, ne, also so eine Abenteuer-Fortschrittsmission verkackt, nach einem Tag oder zwei kommt die wieder. Ne? Also ihr könnt es auch 10-mal verkacken, ist alles kein Problem. Ihr kriegt die Missionen immer wieder, bis ihr es quasi habt und dann auf 20 seid und dementsprechend alle 4 Mounts euer eigen nennen könnt. So ein bisschen das Problem ist, dass ihr da schon relativ gute Anhänger braucht. Die Missionen sind 60 Elite und ich glaube, die letzte, da hatten die Gegner 18.000 Life von mir und 1.300 Angriff. Also mit irgendwie 20, 30er Mobs kriegt ihr es nicht hin. Meine höchsten waren 45 rum. Ich glaube, ich habe auch sogar ein paar 38er drin gehabt, aber so um die 40 solltet ihr mit den Anhängern tatsächlich sein, dass ihr diese Missionen schafft. Ich kann da Venture Plan, wie gesagt, empfehlen und noch ein paar andere Addons, die ich für den Missionstisch habe. Dann kann man so ein bisschen schauen, wie die Kämpfe quasi ablaufen und das ein bisschen optimieren. Aber da gibt es auch andere Addons für, die sicher auch hilfreich sind. Genau, so viel dazu. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einmal die Mounts an. Achso, bevor wir das machen, einen Tipp vielleicht noch. Wenn ihr das extrem schnell hochhaut, diese Mission, kriegt ihr nur noch stärkere Missionen. Wenn eure restlichen Anhänger alle kacke sind, ja, dann werdet ihr Probleme kriegen. Weil ihr seht, bei mir haben hier fast alle Gegner über 10.000 Life. Wenn ihr dann lauter Level 10 oder 20 Mobs habt, die kriegen dann halt auf den Sack. Ja. Also das müsst ihr euch überlegen, ob ihr diese Levelstufe extrem hochballern wollt, weil ihr dann halt nur noch krasse Missionen kriegt. Ihr könnt dann eure Anhänger trotzdem noch leveln und zwar auch gar nicht schlecht, weil die natürlich wesentlich mehr EP bringen. Und selbst wenn quasi eure Anhänger zerstört werden, kriegen sie die angezeigte EP. Also man kann es ganz gut leveln, ihr kriegt dann aber die Belohnungen nicht. Also wenn ihr Anima dadurch farmen wollt oder andere Sachen, da sieht es schlecht aus und auch bei der Soul Ash Mission wird es dann halt auch ein wenig krasser. Deswegen sollte man sich das gut überlegen, ob man das jetzt schnell hochhaut, weil die Mounts kriegt man über die Expansion sowieso. So, und dann würde ich sagen, schauen wir uns die Dinger an. Ich bin jetzt mal hier rausgelaufen und als erstes würde ich sagen, gucken wir uns die Zirpen der Animilbe an. Achso, wir können auch mal schauen hier. Abenteuer, glaube ich, wenn wir eingeben, dann kommen die unten. Also das sind die 4 über den Missionstisch, da steht dann Abenteuer dran, warum auch immer. Ich habe mich am Anfang gefragt, über was das ist, aber das ist tatsächlich der Missionstisch. Also, dann fangen wir mal mit der zirpenden Animilbe an. Die lernen wir jetzt einmal und packen sie auch aus. Und ja, so ein Model kennen wir an sich schon. Ich glaube, von Famu haben wir so eins auch schon bekommen. Aber es ist ja hier in Shadowlands gang und gäbe, dass es sehr, sehr viele Recolors gibt. Und dementsprechend auch sehr, sehr viele Mounts an sich. Ja, ganz schickes Mount auf jeden Fall. Hier ein bisschen einen helleren Ton. Ich glaube, das von Famu war ein bisschen dunkler. Jetzt schauen wir mal. Famu, das ist das hier genau. Das ist das gleiche Model. Ein bisschen im Dunkleren gehalten. Dazu habe ich auch schon einen Mount Guide gemacht.
Dann gucken wir uns das nächste Mount an. Und zwar würde ich sagen, Kriegsflicken-Düsterhund. Haben wir uns den mal an. Kriegsflicken-Düsterhund, hier haben wir ihn. Das Model haben wir ja auch schon woanders gesehen. Wir machen mal das Mount-Special einmal rein. Okay, der springt so ein bisschen nach vorne. Ein Aufheulen. Ich finde es eigentlich ein recht cooles Mount, muss ich sagen. Hat geile Texturen, vor allem im Gesichtbereich. Dieses Vernarbte gefällt mir. Das gibt es aber auch schon. Arena müsste es sein, wenn ich eingebe. Oder auch nicht. Dann müssen wir mal Draxus versuchen. Mal Draxus. Da gab es nämlich hier den hier. Den schlachtgebundenen Kriegshund, den hat man in der Arena da unten in Maldraxxus bekommen, wenn man diese Elite-Bosse umhaut. Das ist eine grüne Version, die andere ist jetzt halt ein bisschen auch wieder ein Ticken heller. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Dann gucken wir uns das nächste an. Finster Bau-Hartpanzer. Oh, jetzt habe ich es doch noch verkackt mit den Namen. Finster, da haben wir ihn schon. Bau-Hartpanzer. So einen haben wir, glaube ich, auch schon in... lass mich mal überlegen, im Adenwald von dem Rare gefunden. Hier jetzt ein bisschen eine dunkle Version. Jetzt schauen wir mal, wie der im Adenwald ausschaut, den ich schon habe. Ardenwald. Da gab es nämlich auch schon ihn hier, genau in Gelb. Den gab es, glaube ich, genau hier von dem Rare, von diesem Gormzähmer. Da habe ich auch schon ein Video gemacht. Selbes Model, bloß ein bisschen heller. Und dann haben wir noch das letzte. Starkwind-Dunkelmähne. Und ich glaube, das ist eins von den Mounts, die man sonst nur von den Kyrianern bekommt. Stark, Wind, Dunkel, Wolf. Ah ja, genau, das ist die schwarze Version von diesem Kyrianer-Mount, die ich eigentlich ganz nice finde, muss ich sagen. Erinnert aber so ein bisschen an das Priester-Class-Mount, ne? Das war auch, glaube ich, so ähnlich. Bloß da war der Kopf irgendwie so komisch abgesetzt. Hier sieht es ein bisschen besser aus als das, oder ein gutes Stück besser als das Priester-Class-Mount. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut mit den Schwingen. Hier in dunkel gehalten. Bei den Kyrianern gibt es ja diese Mounts quasi ein bisschen heller und auch noch ein bisschen mit mehr Panzerung. Aber wenn man kein Kyrianer ist, hat man dann wenigstens hier diese Alternative, an die man halbwegs einfach rankommt. So, wenn euch jetzt fragt, wie die Reihenfolge ist von den Mounts, ich weiß jetzt nicht, ob die ehrlich gesagt random ist, ob man mit 17 das als erstes das kriegt, mit 20 das andere, das kann ich euch jetzt gar nicht mehr genau sagen. Ich glaube, bei mir waren sie tatsächlich random, aber wenn ihr die erste Mission schafft, die 17, dann schafft ihr eigentlich auch die 20er Mission. Also ich habe die jetzt innerhalb von einer Woche die Missionen alle durchgeballert, das ging ganz gut mit Pets, die zwischen 40 und 45 waren. Okay, das waren die vier Mounts. Ich kann jetzt vielleicht noch kurz die Kyrianer, genau, also das sind die Kyrianer-Varianten, die sehen so ähnlich aus wie das hier. Nicht ganz, die haben ein bisschen anderen Kopf, aber zumindest gehen sie grob in die Richtung. Okay, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne unten mit in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Tela, bis dann. Ciao.